Hallo, hier spricht Kanukasse. Wir sind wieder unterwegs und tun das, was wir am liebsten tun. Üblich schleppen wir einen Trailer voller Sportausrüstung mit, die wir auf diesem Trip brauchen. Einen Segelkatamaran, eine Laserjolle, zwei Windsurf-Ausrüstungen, drei Kajaks, drei Mountainbikes. Alles samt Zubehör. Nicht gerade wenig, wie man sieht. Unser Sommerziel 2010 ist der schönste See Südfrankreichs, der Lac de Salagou, 60 Kilometer nordwestlich von Montpellier in den bergigen Ausläufern des Zentralmassivs. Dieser saubere See in bizarrer Landschaft unter südlicher Sonne bei mediterranem Klima ist eine touristisch kaum überlaufene Wassersportidylle der Franzosen. Man trifft überall auf freundliche Menschen, drei einfache billige Campingplätze und eine rege Wassersportbasis, auf der wir für 95 Euro einen Monat lang unseren Trailer samt Ausrüstung deponieren. Es ist trotz ständigem Wind verdammt heiß am Salagou und wir sind schnell Stammgäste in drei Strandkneipen mit eiskalten Getränken. In der Auberge de Salagou nahe der Segelbasis wird jeden Abend auch noch Live-Musik geboten. Wir fühlen uns wohl hier. Ja, oder? Moment, ist doch nur Gitarre, oder? Nein, Schlagzeug. Immer wenn wir uns irgendwo auf der Welt am Wasser aufhalten, gehört das morgendliche Naturbad zu unseren Ritualen. Am Lac de Salagou gestaltet es sich von Beginn an besonders erfrischend und angenehm. Frühmorgens sind wir neben den Anglern die einzigen Menschen am See. Nach dem erfrischenden Schwimmen und dem ausgiebigen Frühstück beginnt der sportliche Teil unseres Tages. Weht ordentlich Wind, dann wird gesegelt und gesurft. Lässt der Tramontana sich hängen, erkunden wir die sehenswerte Landschaft des Naturparks per Bike und Pedes. Unser erster Segeltag 2010 auf dem Salagou beginnt sanft, chillig und erholsam.
Ein lauer, warmer Wind ermöglicht uns auf dem Katamaran, alle drei Strandkneipen anzusteuern. Der weitläufige und verzweigte Lac de Salagou ist ein beliebtes Katamaransegelrevier der Franzosen. Mit sommerlicher Thermik in den Nachmittagsstunden und häufigem Starkwind aus den Bergen, dem sogenannten Tramontana. Deshalb sind wir oft hier. Antoine, fais te couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Un jour j'écoute la radio en me réveillant. C'est Sylvie Turner qui jouait d'accordéon. Über den Tag stehen wir meist mit unserem Campingbus an der lebendigen Segelbasis, wo immer was los ist. Aber abends fahren wir auf den nahen Camping Municipal, wo wir für günstige 17,50 Euro inklusive Strom übernachten. Im Gegensatz zu anderswo ist hier Campingurlaub noch billig. Oh yeah. Zum gelegentlichen Einkaufen fahren wir in das 5 Kilometer entfernte Kleinstädtchen Clermont-Hérault, wo ein großer Supermarkt alles bietet, was wir brauchen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Von Norden ziehen Wolken heran. Sie werden Wind mitbringen, der den Lac de Salagou in einen beliebten Windspot verwandeln wird. Tagelang werden heftige Böen aus den Bergen den Anglern mit ihren schwachen Elektromotorbooten das Leben schwer machen. Schaumkronen und der Anblick von Surfern, Kitern und Seglern, die übers glitzernde Wasser flitzen, werden zum Alltag. Wir von der Castle Family sind natürlich mittendrin. Darüber demnächst mehr auf der folgenden Clip-Serie.